Steuer-CD, die es beim Aldi gab, die so um 4 Euro rum hat sie, glaube ich, kostet. Wenn man die Software installiert hat, also in CD-Karre schnell installiere, dann bei Hilfe hat man immer das so, dass es hier, dass man die Updates installieren lassen kann. Das kann man es normalerweise voll installieren lassen, aber da kommt es so, dass dass es dann gar nicht und die funktioniert nicht. Geht man leichter auf die folgende Seite, Steuerfirma Bool Tax. Weil da stelle ich auch der Link hier hinter irgendwo mit. Auf jeden Fall gibt es auf dieser Seite auch ein Update und die Updates kann man runterladen und da hat man dann die Software und die kann man dann durchlaufen lassen. Warum ist das überhaupt notwendig? Die Update-Installation, die ist zum Teil notwendig, wenn man die Software gekauft hat, dann sind manchmal so kleine, wirklich minimal Bugs drin. Nein, die älteste Version von der Steuer, vom Finanzamt, die Übertragung, die ist in der ersten Version auf der CD noch nicht drauf gewesen. Man kann das Zeug nämlich direkt ans Finanzamt ohne Papiere schicken und das ist dann im neuen Update mit drin.